Max Blepp. Gumo. Zähneputzen, Frühstück. Let's go. Zieht er immer noch Kriegstrom oder was? Ey, Chicas. Chicas? Ich fange auch immer an, irgendwie schlecht Spanisch zu sprechen, aber ich glaube, ja, es ist ein typisch deutscher Tourist hier. Ja, so ein mittelmäßiges 4-Sterne-Hotel in Reif am Gardasee. Wer kennt ihn nicht, Freunde? Heute geht es um dieses wunderbare Fahrzeug hier, Mercedes AMG GT. Und dazu werden wir hier so mal ein bisschen die schönen Passstraßen erkunden, denn wir waren hier vor 2-3 Jahren schon mal öfter mit dem Motorrad und hier gibt es echt nice Strecken zu erkunden. Viel Spaß mit dem Video, lass mir gerne mal das noch um da. Let's go! Oh, shit. Ewa. Alles real, nix fake, baby. Mercedes AMG GT, komm in die WhatsApp-Gruppe. Real Talk aus der Zentrale. Ja, endlich sind wir in Italien, ne? Muss ich endlich keine Angst mehr haben wegen den Kennzeichen hier vom Carlson. Oder meinst du, die italienische Polizei kann das irgendwie nachvollziehen? Nein. Nein, ne? Juckt nicht. Juckt nicht. Ist ja nicht Soko. Die haben keine Soko wieder. Also Freunde, bei allem Spaß, den wir hier so machen und den ihr auch fühlt, gar nicht gedacht hätte, also vielen Dank für euren Support in den letzten beiden Videos bei mir und bei Max auf dem Kanal, wollen wir noch mal so ein bisschen ernsthaft über das Auto reden. Denn das ist was ihr glaube ich auch gesehen habt bei der Abholung. Bin ich ernsthaft einfach richtig begeistert. Die Leute fragen mich immer, du Hagen. Die Leute fragen mich immer, du Hagen. Freunde, 2016er AMG GT, natürlich ein absolutes Komm in die Gruppe mobil. Ich habe immer gehört und gelesen in den ganzen Car Reviews, dass es das erste von AMG selbst entwickelte Fahrzeug war. Was gab es davor, den GTS? Nee, GT, den SLS, SLS und ja. Den SLR gab es da auch schon. Ja. Ja. Aber wurden die nicht von Mercedes selbst einfach nach? Ich glaube, damals war AMG noch bei Mercedes und jetzt einzeln oder naja, jedenfalls anders. Das erste von Mercedes selbst entwickelte Fahrzeug. Von alles andere sind ja alles nur Mercedes-Fahrzeuge mit AMG-Motor und bisschen Fahrwerk, bisschen Alcantara drauf, dann ist gut. Und ich finde, das merkt man auch beim Fahren. Wir haben hier wie in allen anderen aktuellen AMG-Fahrzeugen verbaut. Den 4 Liter hat. Du hast einen Frontmotor. Ich habe leider keinen Ferrari, wo man die Klappe aufmacht. Ich weiß nicht mal, wie man die Motor aufmacht, Digga. Perfekt. Der Schrauber, Digga. Pass auf. Ölprobleme hat er nicht. 1000 Kilometer runter ohne Öl nachkippen. Sind wir jetzt, ne? Ja? Also gut, Öl hat er schon mal nicht verbraucht. Aber er hat ja auch nur 28 gelaufen. Also Ölverbrauch sollte sich da noch im Rahmen halten. Front-Mittelmotor. Der ist hier vorbei. Das sorgt natürlich zusammen. Warte. Zeig nochmal, wo der vorbei ist. Der Motor ist hier so vorbei. Also ja. Bis hier geht der Motor. Plus ich habe von hinten gesehen. Ja, also hier vorne. Plus das Getriebe ist hinten verbaut. Das heißt, wir haben eine geile Gewichtsverteilung. Was man sich immer. Also ich muss mir das immer vor Augen. Ah, perfekt. Zuschauer. Moin. Max hat gesagt, er sieht das nicht so, aber ich sehe das Fahrzeug jetzt gar nicht so auf den ersten Blick als Supersportwagen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt durch die Konfiguration kommt. Das Auto ist natürlich sehr bieder auch konfiguriert. Wir haben hier so ein Magnetik-Schwarz, ist das glaube ich. Das ist mehr so ein Anthrazit und ist natürlich sehr, sehr bieder. Wir haben die 19 Zoll Felgen, die nicht aufpreispflichtig sind, also diese absoluten Basics-Felgen. Wir haben kein Knife-Paket. Das ist schon eigentlich eine Opa-Konfiguration, wie sie hier steht. Aber es ist halt einfach ein Auto, das entwickelt wurde, um mit dem 911 eigentlich in Konkurrenz zu treten. Also das ist Mercedes' Antwort auf den Porsche 911. Deswegen gibt es den AMG GT auch in verschiedenen Abstufungen. AMG GT, GTS, GTC, GTR in aufsteigender Reihenfolge, wie es bei Porsche halt auch üblich ist. Wir haben jetzt hier den normalen GT in der Basisausstattung vor Facelift mit 400... Max, weißt du es genau? 476. Nee, 476 hat der GT als Facelift. Und der hat jetzt, glaube ich, 462 oder so. Ich muss nämlich gestehen, ich weiß das auch nur, weil ich gestern selber nach den Karren gesucht habe. Aber es ist eigentlich auch Latte, weil es ist halt überall der gleiche Motor. Es ist auch nicht so, dass irgendwie da ein anderer Turbo drauf wäre oder eine andere... Oder ja, vielleicht kann Zimmer das im Kommentar nochmal beantworten, wo da genau die Unterschiede sind. Aber ich glaube, es ist nur Software. Auf jeden Fall, wenn man ein bisschen sucht, findet man für dieses Achslenkung Auto... Achslenkung war doch noch. Ja. Ich meine jetzt nur den Motor. Klar, der GTC und der GTR, die haben nochmal ein ganz anderes Bodykit, die haben nochmal ein anderes Auftreten, die haben eine Hinterachslenkung, aber der GT, also der Motor ist halt überall gleich. Glaube ich.
Also ich finde auf jeden Fall am wildesten, ich habe den Wagen ja jetzt erstmal nur von vorne rechts gesehen, wo das Ding kam. Ich finde die Felgen, muss ich zugeben, ziemlich heftig. Also du meintest ja, du willst direkt Felgen und also du meintest ich ja, ich würde, wenn es mein Fahrzeug wäre. Du würdest irgendwie direkt Felgen und außen und sowas machen. Ich find den so in der Konfiguration sogar ziemlich heftig. Das sind ja die Standard-Wheels. Dann hier Diamantgrill finde ich auch komplett heftig. Ich würde da gar nicht so ein. Ja, also er hat halt die Konfiguration ist stimmig, ne? Es ist eine relativ zurückhaltende Farbe. Wir haben relativ filigrane Felgen, die, muss ich auch sagen, auf den Bildern deutlich schlechter aussahen als in echt. Und diese ganzen Chromelemente halt. Also es ist schon stimmig. Man müsste ein komplett neues Gesamtkonzept reinbringen, wenn man das Fahrzeug jetzt irgendwie für sich individuell gestalten würde. Also wenn wir irgendwann mal das Glück haben, so ein Auto besitzen zu dürfen, dann können wir uns da Gedanken machen. Innen sieht das Ganze nochmal ganz anders aus. Da hat sich der Konfigurator ein bisschen mehr zugetraut. Wir haben ganz wichtig die Performance-Sitze. Wir hatten vor zwei Jahren, letztes Jahr hatten wir mal einen Mietwagen in Düsseldorf. Grüße gehen raus an den Blitzer im Tunnel. Der hatte Komfortsitze und da hatte ich ein massives Problem mit meiner Größe, bequem drin zu sitzen. Wenn ich den Sitz ganz nach hinten gemacht habe, dann hat er die Lehne immer so mega nach vorne gemacht. Das macht er jetzt hier gar nicht, weil die Sitze halt die bauen einfach nicht so viel auf. Deswegen sitze ich da viel, viel geiler drin. Wir haben hier, seht ihr selber die Farbe, alles in schwarz, überall Alcantara, Türablagen, unteres Armaturenbrett oben voll beledert, Dach mit Alcantara, die Seiten hier Alcantara. Also innenrum ist schon sexy. Hier muss man auch nochmal zum Facelift die Kontraste ziehen. Das neuere Lenkrad ist natürlich schon schicker von AMG und auch so ein digitales Vollinstrument hat natürlich etwas. Aber muss man auch wieder dann sagen, die Facelift-Modelle haben ja dann wieder auch ein OPF. Und Max, was sagst du zum Sound? Sound ist heftig. Also anders wild. Ich war ja da die ganze Zeit dahinter. Man hört den auf 200 Meter säuseln. Anders wild der Sound. Und ja, das ist einfach heftig. Halt der Kompromiss, den man da reingehen muss. Das sind halt die letzten Autos jetzt mit ohne OPF, die man bei Mercedes so gebraucht noch kaufen kann. Ne? Jetzt zugreifen, Emil, frei mein Franken, mach! Das ist schon traurig, ne? Was? Ja, dass sowas nicht mehr gebaut wird jetzt. Digi, das wird nicht mehr gebaut und es wird auch nie mehr gebaut werden. Das ist die Höhepunkt der ingenieurstechnischen Verwirklichung des Kfz-Traums. Es ist der geilste Sound, geilste Verbrenner. Habe ich gestern zu Max gesagt, wir sind so viele 10.000 Jahre Menschheitsgeschichte Kutsche und Fahrrad und Pferd gefahren. Reicht doch jetzt, lern Deutsch, du Spast. Und wir haben das Glück, als einzige Generation ever solche Autos fahren zu können und zu dürfen. Und das ist doch wunderschön. Ja, aber das werden keine mehr produziert. Also es kommt auch nichts mehr. Also das war's jetzt. So, zack. Ja. Die ersten und letzten Menschen. Naja, wir eher die letzten. Halt ehrlich so, Digga, wo ich einmal den 63er von Alco gefahren bin, den CLS, also nur mitgefahren bin, das hat schon gereicht, dass ich mit 63er geholt habe direkt. Hier wird das jetzt nicht so einfach nachzuziehen. Bist du noch nie 4 Liter Biturbo gefahren? Nein. Doch, stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich bin einmal den C63 von Max aus Lüneburg gefahren, den Performance. Und das hat schon gereicht, dass ich danach direkt den ML zum Kodieren gegeben habe, wegen Knallen, wegen Schubabschaltung. Aber hier, ja, das ist auf jeden Fall drehmomenttechnisch nochmal eine ganz andere Nummer. Also, Digga, wie der schiebt. Sehr heftiger als der 55er CLS da mit Kompressor. Wow! Fuck, was ist das denn hier? Was soll ich machen?
weiter außen, weiter. Digga, was ist das denn? Ja. Fahr mal so ein Stück zurück. Oh, Digga. Ich will jetzt hier nichts kaputt machen. Digga. Digga, guckt euch das an. Das kommt am Video natürlich wieder nicht so rüber. Geisteskrank, was ist das für eine Straße hier? Ja, Drehmoment ist krass. Und was ich bemerkenswert finde, wenn man von den alten Autos kommt, das Getriebe, das ist halt zack. Ah, also man muss halt wirklich sagen, das haben wir ja jetzt auch schon öfter in den Videos gesagt, dass die alten 63er, Digga, das ist einfach nicht so, wie man sich das vorstellt. Das ist einfach nicht das Wahre. Die Getriebe sind einfach komplett lasch. Die fahren sich wie ein Gummiband. Ne? Der eine mehr, der andere weniger. So ein CLS schaltet natürlich noch ein bisschen knackiger. Dann als ein ML, ein C, eine C-Klasse, der von Bobek. Das Ding schaltet natürlich noch knackiger als der CLS. Aber es ist nicht so, wie man es sich vorstellt, gerade wenn man vom Motorrad kommt, wo es ja wirklich bam, 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 man hat selber alles in der Hand, es ist schnell, es ist Revolverschaltung. Digga, so sind einfach die Schaltgetriebe nicht. Und das Ding ist, in solchen neuen 4 Liter Biturbos mit MCT, beziehungsweise der hier hat sogar noch ein anderes Getriebe, meintest du, Digga, du gehst einfach ans Gas, das Ding ist direkt da, ne? Zuck, zuck. Ja. Bei meinem ML, der rührt da irgendwo im Wandler rum und bewegt sich einfach gar nicht. Die Schaltvorgänge, Digga. Das ist einfach da. Das ist einfach krank. Also es ist perfekt. Muss man wirklich nicht anders sagen. Und dagegen ist so ein alter 63er, also das ist der Aufpreis auch wert, weil es einfach an Fahrspaß exponentiell zunimmt. Nix? Nein, alles gut. Du sollst gar nichts sagen. Ja, ich werde mich jetzt garantiert hier nicht hinsetzen wie so ein Review, so. Ich sag mal so, ne? Nein, ist schon krass. Das ich da mich aber ganz stark in anderen YouTuber gerade. Ja, nein, also jetzt mal. Front nach Bayern, Alter. Ich bin einfach, Digga, wenn mich was umhaut, werde ich einfach sprachlos. Also ich kann wenig dazu sagen, ich genieße es einfach gerade. Ist einfach heftig, Mann. Die Leute sollen auch einfach nur genießen. Also ich kann es euch ja mal einfach beschreiben. Keine Ahnung, ob es irgendjemanden juckt, aber wenn ihr dieses Review guckt, wahrscheinlich schon. Digga, es ist einfach, die Lenkung ist einfach direkt da. Das Getriebe, ich kann es einfach nicht sagen. Das Ding fühlt sich ein bisschen an wie Drachenreiten oder so. Und hört sich auch so an. Was sind das für Straßen hier? Wir sind hier unterwegs in so ganz unbefahrenen Bergstraßen neben dem Gardasee. Haben auch gleich noch die übelsten Serpentinen vor uns, einen geilen Ausblick. Ich muss ganz ehrlich sagen, Digga, ich fühle es halt gar nicht so, dass, also ich habe es jetzt noch nicht gemacht, aber ich fühle es gar nicht, das Ding so hochzudrehen. Ich fühle das komplett hier direkt zack, zack, zack. Schön auf Drehmoment, zack, zack, zack. Und andere fahren ja so. So, das fühle ich halt gar nicht, Digga. Einfach so, zack, zack. Wen hast du denn da jetzt gerade nachgemacht? Ja, Schmackos in ihren AMGs, Digga, aber hier so schön Pause und drehen. Auch geil, ist einfach heftig. Also wirklich einfach heftig, Mann. Ich brauch das so hart auf. Denken, man ist hier zu Hause, ist meine Heimstrecke, so, ne? Gardasee. Da bin ich, da ist mein Morgenhaus hier, Baby. Ja,
Also bevor das jetzt hier zu wild wird. Nein, fahr mal weiter, Digi. Digga, du musst mich stoppen bei sowas. Ich fahr einfach. Digga, wir können noch Kamera uns, ausmachen. Setz uns hier gleich. Ah, nee. Das ist auch krass, wie sich das Video immer weiter steigert. Ne? Am Anfang habe ich gesagt, gar keinen Bock auf so ein ADRS-Kram und jetzt hier. Aber es ist auf die Straße, Digga, es ist auf die Straße. Junge, 14 Uhr, man kann sich überhaupt nicht mehr im Auto aufhalten. Es sind einfach 100 Grad. Wäre ein Roadster wohl doch besser gewesen, oder? Jo. Wie heißt das? Tornado? Was ist das denn da oben? Skull! Hinter dem Monte Doro, dem Goldberg, kommt so langsam eine Regenfront auf. Google Wetter sagt, in einer halben Stunde fängt es übel an zu pissen hier. Wir haben wieder perfektes Timing am Start. Bei der Boomerang Insta. Memo. So, Freunde, wieder zurück im Hotel nach einem Mittagsschlaf. Wenn das hier nicht die absoluten Malle Low Class 3-Sterne Hotel Vibes sind, weiß ich auch nicht. Max! Vlad! Der Junge versucht mich hier jetzt zu überreden, dass wir nochmal in die Bar steppen, um sich ein paar Chicas zu klären. Er hat immer noch nicht begriffen, dass wir in Italien sind, der Junge. Guck mal, wie er sich vor die Bier stellt, Digga. Während ich hier gepennt habe, hat Max hier erstmal einen halben Kasten Bier reingedrückt. Nein. Wenn das meine kommenden Werbepartner sehen, Alter, und damit ich mir auch mal hier so einen Sportwagen leisten kann, ne? Kannst du mal ein bisschen hier ein positiveres Image von mir vermitteln, bitte? Oh Mann, apropos Sportwagen, Kollege von uns hat sich jetzt noch angekündigt aus der Schweiz, die er auch noch aufschlagen will heute Nacht. Der ist jetzt schon unterwegs, so 2 Uhr will der auftauchen. Und dann gibt es morgen eine schöne Gardaseeturm mit drei Sportwagen. Und dann würde ich sagen, übergebe ich an dieser Stelle auch wieder an dich. Morgen 12 Uhr, Video auf Max Kanal. Verfolgt uns auf Instagram, wenn ihr unseren Daily Shit hier miterleben wollt. Was anderes als Scheiß kann man das aktuell wirklich nicht bezeichnen, ja. Gut, in dem Sinne. Achso, Titel des Videos ist geliehen oder gekauft. Achso. Darauf wollte ich auch noch kurz eingehen. Morgen wieder Aua im Kopf. Aua im Kopf.